Ich möchte Ihnen eine Szene aus meinem Buch vorstellen, die man allgemein als den Knastkoller bezeichnet. Ich höre die Essensausgabe, wie sie von Zellentür zu Zellentür vorankommt. Weißbrot mit Speck? Was kommt, ist deutsches Essen. Stullen, Aufschnitt, Margarine, ein großer Becher heißer Pfefferminztee. Hunger habe ich immer. Egal in welcher Gemütslage ich gerade bin. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen habe ich bei Kummer immer sehr großen Hunger. Satt werde ich heute hier nicht. Ich lege mich aufs Bett, schließe meine Augen. In meinem Kopf kommt die sanfte Melodie von Cherubin hoch. Sagt, holde Frauen, die ihr sie kennt, sagt, es ist Liebe, was hier so brennt. Mein Querflötenlehrer hatte sie mir schon als Hausaufgabe zum Üben mitgegeben. Und später Gudruns Liebe zu Figaros Hochzeit, da haben wir die Aufnahme mit Hermann Brey und Anneliese Rodenberger und der Staatskapelle Dresden unter Ottmar Suitner so oft gehört, dass diese Melodie endgültig in mein Gedächtnis eingebrannt ist. Jetzt kommt sie hoch und macht mich melancholisch und traurig. Nein, ich bin nicht melancholisch. Ich bin fix und fertig und alles an mir zittert. Oh Scheiße! Wie hatte ich nur glauben können, ich stehe das durch. Es ist nicht nur das Eingesperrtsein, auch immer diese Stille. Auf dem Flur und sogar Teppich, damit man die Schritte der Schließer nicht hören kann, wenn sie sich anschleichen, um unbemerkt durch den Spion zu schauen. Bitte, ist da niemand, der einfach mal Musik auflegt? Oh Scheiße, mir fehlt die Musik. Jetzt laut, Johann Sebastian Bach, das Doppelkonzert mit Igor und David Oistrakh. Oder, oh Scheiße, einfach Vivaldi. Vielleicht der Sommer? Violinen. Klingt, tobt für mich, spielt mir. Der Frühling, damit ich Kraft bekomme, das hier zu überstehen. Ich kann nicht mehr auf dem Bett liegen. Stehe auf und krächze. Singe schief und krumm und voller Wut. Will der Herr Graf ein Tänzchen wohl wagen? Dann mag er es mir sagen, dann spiele ich ihm auf. Meine Wut sitzt viel tiefer als Figaros Ärger über seinen intriganten Graf. Ich bekomme Angst vor mir, meine Erregung. Ich könnte mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Ich lege mich flach auf den Boden, Arme und Beine weit ausgestreckt, das Gesicht nach unten und versuche einfach nur zu atmen. Ich zittere. Ich muss mich beherrschen. Kann ich losschlagen, lostrommeln, losbrüllen? Was soll noch werden, wenn ich jetzt schon keine Kraft mehr habe? Atmen. Atmen, atmen. Nackte, blanke Angst. Wie soll ich das durchstehen? Diese Wände, diese Tür. Theodor, Beherrschung. Theodor, Gesicht auf dem Boden. Arme und Beine weit, weit weg. Atmen, atmen, atmen. Irgendwie Äonen später. Meine Erlösung kommt durch die Essensklappe. Ich bekomme mein Waschzeug. Beim Waschen schaut mich aus dem Spiegel ein fremder Mann an. Grau im Gesicht, tiefliegende Augen, hohl. Mein 22. Geburtstag. Heute Morgen noch in Budapest, später Todesangst, der qualvolle Transport in der engen Blechkabine und jetzt schlafen in Erfurt in einer Stasi-Zelle. Wie geht es Maximilian? Ich lege mich ins Bett, da geht schon das Licht aus. Dieser Knastkoller, dieses Ankommen in dieser winzigen Stasi-Zelle, die Angst, man könnte die Enge, die Unerträglichkeit der Tür und der Wände nicht überstehen, das wollte ich damit ausdrücken. Da reagiert der ganze Körper mit Panik. Eingesperrt in eine Besenkammer, abgeschnitten von der Umwelt. Das war ein so angstvoller Zustand, dass ich heute noch, da geht es mir heute noch schrecklich dabei.